Hallo und herzlich willkommen zurück bei Dukes Aquaristik-Experimente. Heute gibt es mal wieder ein kleines DIY, also Do-It-Yourself-Projekt. Und zwar zeige ich euch, wie ich einen Lichtkasten für ein 2-Meter-Aquarium habe bauen lassen, muss ich sagen. Also ich habe ihn mir selber so überlegt und musste das dann aber in Auftrag geben und so weiter. Für das Zweite, wenn ich das alles erklären will, ich zeige euch natürlich trotzdem, was für Materialien ich verwendet habe, wie der jetzt eben aufgebaut ist, was ich versucht habe zu berücksichtigen, was funktioniert hat und was auch nicht so gut funktioniert hat. Ja, und da hoffe ich, dass da für euch ein paar Anregungen dabei sind, vielleicht für eure eigenen Projekte, und wünsche euch wie immer viel Spaß dabei. Das Ganze ist jetzt auch ein bisschen so ein Auftakt zu einer kleinen Reihe, in der das Becken bei meinem Vater, das ist das Größte, was ich so Zugriff drauf habe, ist ja in dem Sinne nicht meiner Räume, sondern durch das von meinem Vater. Und da gibt es dann noch ein paar mehr Teile, wo es eben so um die Umgestaltung des Aquariums geht. Und da kommen dann auch noch so Sachen wie Pflanzen mit wühlenden Sichlien und Malawi-Buntbarschen. Ja, und wenn ihr das nicht verpassen wollt, vergesst nicht meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr es nicht eh schon gemacht habt. Und ja, lasst einen Daumen hoch da, wenn euch das Video gefällt. Hier sieht man den Lichtkasten jetzt von außen. Verwendet habe ich da Siebdruckplatten. Die werden eigentlich für Anhänger verwendet, sehr viel. Und die haben halt den Vorteil, dass die Fläche schon wasserbeständig ist. Die Seitenteile habe ich dann mit einem braunen Holzlack behandelt, damit sie auch wasserdicht sind. Innen hat es mein Vater gestrichen mit weißem Autolack. Geht ja, ist ja, wie gesagt, vom Autobau. Und als Beleuchtungsmittel sind die LED-Module von Garnelen direkt zum Einsatz gekommen, die ich ja auch schon in anderen Projekten verwendet habe. Hier haben sie allerdings eine andere Kelvinzahl, und zwar 9500 Kelvin, also ein etwas kühleres Licht. Man sieht auch die Stege, die ich habe reinbauen lassen, und die geben den Kasten Stabilität. Da habe ich aber einen Fehler gemacht. Die hätte ich mehr in die Mitte rücken müssen, damit sie nicht verhindern, dass die Abdeckscheiben gut abzunehmen gehen. Es geht zwar noch, aber natürlich nicht so gut, wie wenn es eben über den Mittelsteg gegangen wäre. Von der Höhe her müssen die natürlich etwas weniger hoch sein als die Seitenteile, und zwar weniger als der Deckel und dann unten zum Überhang über das Aquarium. Und jetzt haben wir hier noch, das ist praktisch der Draht, den es braucht für die 12 Volt. Und dann haben wir jetzt hier die Steckdose, das ist praktisch eine 12 Volt Steckdose. Und dadurch kann man die Stecker abziehen und die Kästen eben problemlos entfernen. Also die Kästen nicht, sondern die Deckel, wenn man sie jetzt mal ganz runternehmen will oder muss, aus irgendwelchen Gründen. Ja, denke ich, so kann man das doch schon mal sich sehen lassen. Ja, den machen wir jetzt noch ein bisschen sauber, ist klar. Und dann nehmen wir jetzt oben den Kasten runter und dann kommt der da drauf. Dann hoffe ich mal, dass das alles richtig gerechnet war, wie ich mir das überlegt habe. Gerechnet habe ich dabei für die Längsseiten die Länge des Aquariums plus zweimal die Holzstärke plus 5 mm Toleranz. Und für die Querseiten die Aquariumbreite plus 5 mm Toleranz. Außerdem enthält eine Seite die Aussparung für die Überläufe für die Filter. Die Leiste hier sollte eigentlich innen sein und die Bretter drauf liegen. Da gab es einen kleinen Übermittlungsfehler. Kriege ich jetzt keine Weltpreise mehr, aber funktionieren tut es so auch. Ja, das ist jetzt das Aquarium. Das haben wir jetzt schon den alten Kasten runter. War ziemlich eckt, war ziemlich schwer. Blende ich mal ein paar Aufnahmen ein, wo man den von früher her sieht. Mussten wir natürlich jetzt den Kalk runter machen von den letzten 30 Jahren. 30 Jahre ist das Aquarium schon alt. Und da gibt es ja so ein paar Stellen, die rege ich nicht mehr ab. Ist auch nicht so schlimm. Generell habe ich es ganz gut sauber gekriegt. Verwendet habe ich da schlicht und ergreifend hier diese Edelstahlwolle, die es in jedem Supermarkt gibt. Aber natürlich müsst ihr welche nehmen ohne Chemikalienzusatz. Und das geht ziemlich gut, macht keine Kratzer. Und damit kriegt man das eigentlich recht gut ab. War ich sehr überrascht. Ein paar Reste sind noch, die sieht man jetzt auch schlecht, weil es eben das Licht fehlt, logischerweise. Da muss ich dann noch ein bisschen nachpolieren. Also im Großen und Ganzen, denke ich mal, reicht das so, dass wir das eben jetzt draufsetzen können. Ja. Hier hinten ist jetzt noch ein Umbau, den ich gemacht habe.
jetzt kurz noch zu dem Setting, da ist dieser alte Serra-Filter, den habe ich praktisch diesen Korb genommen, da gehen jetzt die Ausläufe rein und ein grober Schwamm, dann ist hier noch ein zusätzlicher Schwammfilter, zeige ich da auch noch Licht, hier ist dieser Sansa, auf der anderen Seite ist hier nochmal das größere Modell davon, alle voll gepimpt mit Biohom natürlich und ich habe noch Phosphatremover drin, die sind aber jetzt aufgebraucht, die muss ich austauschen und Aktivkohle hatte ich auch noch drin zum Teil. Und seitdem ist das Wasser deutlich klarer. Man sieht eben auch, dass es eine schöne Oberflächenbewegung ist. Mit den zwei sehr leistungsstarken Filtern. Und hier habe ich noch eine zusätzliche Umweltpumpe vom Wisch, vom Chinesen sozusagen. Ganz einfaches Modell. Habe ich da günstig gekriegt. Da sieht man natürlich, dass alles mit aufgewühlt ist. So, jetzt kommt der spannende Moment, wo wir gucken, dass der Kasten drauf passt. Ja, der Kasten ist natürlich deutlich leichter als der alte. Den kann man eigentlich einmal alleine nehmen. Warte, ich fass mich da. Ich bin jetzt aufgestanden. Weiß ich nicht. Du willst deinem Vater helfen. Das ist vorbildlich sowas. So, und jetzt führen wir ein bisschen. Was machen wir? Da ist eine Schnur drunter. Wo ist Schnur drunter? Hier, von vorne den. Das ist vielleicht der Mensch drunter. Hier ist die drunter. Genau, die muss noch hinter. Die haben wir noch vergessen. Das ist die Umweltpumpe. Die muss man hier raus tun. Hast du den? Raus. Nein. So, Schnur. Das kann man hier durchtun. Sitzwackel, Luft. So, durch und dadurch. So, füllen wir rein, haben wir so, dass es passt. Diesmal passt alles wunderbar. Hier sitzt eben auf diesem Klötzchen, sitzt es halt auf. Ja. Einen eben Konstruktionsfehler haben wir halt mit dieser Leiste, die macht es ein bisschen schwieriger, die Haptikscheiben wieder drauf zu kriegen. Aber das ist trotzdem kein großes Problem. Lassen wir es auch schon weg, die muss ich eh neu bearbeiten lassen, würde ich die ganze Zeit machen. Dann nehme ich wahrscheinlich dann Plexiglas, was dann da drauf kommt. Hier sieht man außerdem noch schön die Kerben, die ich habe anbringen lassen, damit man eben die Kabel von den LED-Lampen und auch sonstige Kabel da schön langführen kann. Ja, so sieht das ganze Ding jetzt aus. Hier hängt noch das Kabel ein bisschen wild rum, das räumen wir noch gleich auf. Aber man sieht, das Licht ist jetzt schon deutlich kühler. Natürlich ist alles noch ein bisschen aufgewühlt. Ein paar Feinheiten müssen wir noch korrigieren, aber im Großen und Ganzen sieht es doch schon mal ganz gut aus. Auch die Fische sehen im Licht sehr schön aus. Aber das wird sicherlich noch besser, wenn es aufgeklärt ist und die sie ein bisschen wieder eingekriegt haben. Die hatten natürlich jetzt ein bisschen Stress. Aber im Großen und Ganzen bin ich eigentlich ganz zufrieden mit dem Setting. Ein paar Sachen hätte man sicherlich noch verbessern können, hatte ich euch ja gesagt. Wichtig ist dabei auch noch zu erwähnen, dass bei dieser Art Konstruktion die Tatsache, dass hier Abdeckscheiben verwendet werden, natürlich einkalkuliert ist. Sollte das bei eurem Aquarium nicht der Fall sein, muss man sicherlich deutlich mehr Entlüftungsmöglichkeiten schaffen oder muss ein anderes Material wählen. Auch wäre es dann anzuraten, diesen Lichtkasten oben mit Silikon zu verkleben. Wenn ihr darüber mehr erfahren wollt, blende ich euch jetzt mal oben ein Video ein, wo ich bei einem Aquarienprofibauer bin, wo das auch so ein bisschen erklärt wird. Den Lichtkasten habe ich allerdings gebaut, bevor ich bei Aquarienbau Friedeberg zu Gast war. Sonst hätte ich da sicherlich schon noch ein paar Tipps davon auch umgesetzt. Trotzdem bin ich ganz froh mit dem Ergebnis. Und vor allem, dass dieser, wie gesagt, 30 Jahre alte Lichtkasten mit noch Neonröhren drinne, super schwer und unpraktisch, dass der endlich weg ist und so jetzt zukünftige Arbeiten am Becken auch viel leichter vonstatten gehen können. Das Licht steht einer weiteren Bepflanzung nun also nicht mehr im Weg, die Wühltätigkeit der Fische allerdings schon. Wie ich das versuche zu lösen, seht ihr in künftigen Videos. Also bis demnächst bei Dukes Aquaristik-Experimente.